So, ein recht herzliches Hallo. Heute koche ich, also backe ich, besser gesagt, wieder etwas. Und zwar, heute gibt es ein Vollkorn-Dinkel-Weizen-Weckerln. Und ja, was wir dazu benötigen, das sehen wir hier, ist gar nicht viel. Ich habe hier 400 Gramm Weizenmehl. Naturbelassenes, also Natur. Dann Dinkelmehl und oben, da habe ich 1,5 Esslöffel Honig drauf gegeben. Das gibt einen super, super Geschmack. Dann brauchen wir noch ein Backpulver, da diese keine Gärzeit benötigen. Das heißt, die kommen direkt, nachdem sie geformt wurden, zack, Bulch, rein in den Ofen. Deswegen wird der Ofen auch schon vorgeheizt. 200 Grad, Unterhitze. Ja, einen Würfel Gärm. Dann haben wir hier das Brotgewürz. Das ist Koriander, Fenchel und ja, riecht wahnsinnig gut und das macht das Brot also noch bekömmlicher. Ja, und dann noch 2,5 Teelöffel Salz und ja, ein halber Liter ganz normales Wasser. So, das ist die Mischung, ganz einfach. Ja, Gott sei Dank haben wir unseren Thermomix. Geht natürlich mit jeder Küchenmaschine, das ist gar kein Problem. Ja, und auf jeden Fall. Da beginnen wir gleich mal alles rein zu tun. Der Thermomix hat zwar eine integrierte Waage, aber ich habe es für euch extra portioniert, damit ihr seht. So. Gut, das rühren wir ein bisschen gleich. So. Brotgewürz, Salz, Jetzt ein wenig, da wird mit Wasser nachgeholfen. So. Der Würfel Germ. Zerbröseln. Und das Backpulver. Drauf das Wasser. Deckel drauf. Natürlich geht da jede Küchenmaschine auch, das ist ganz klar. So. Wir nehmen 8 Minuten und Start. Automatisch, wir können ja oben mal reinlucken. Dann mischt das jetzt mit rechts, links, Lauf durch, knete den Teig perfekt. Ja, und natürlich eine Küchenmaschine funktioniert auch, das ist gar keine Frage. Hat vielleicht auch den Vorteil, dass im Thermomix Messer drinnen sind und dann der Teig doch ein wenig zwischen den Messern klemmt, aber ja. Jedenfalls, das mischt jetzt 8 Minuten. Ich melde mich dann wieder, wenn der Teig fertig zur Weiterverarbeitung ist. Bis später. So, hello again. Gut, der Knetvorgang ist jetzt fertig.
Wunderschöner Teig. Ja. Gut, dann machen wir mal die Weckerln. Gut. Den Teig hier rauszubekommen. Ja, da gibt es da oben einen Knopf, den kann man drehen. Und weil er doch recht flüssig ist, rutscht er auch wunderbar raus. So, das Messer ist frei. Und er kommt chock. Gut, den Rest muss man natürlich rausholen mit einem Spatel. Ganz rudimentär. So, zack, zack, zack. Das ist vielleicht bei der Küchenmaschine etwas einfacher. Aber keine unmögliche Sache. Allerdings kann man das Messer beim Thermomix auch rausnehmen. Das macht die Geschichte etwas einfacher. Der Teig, der riecht auch super gut. Dinkelmehl generell, auch das Weizenmehl von einer kleinen Mühle gekauft, naturbelassen, das heißt, das ist nicht rein weißes Mehl. Ist geschmacklich natürlich ein Wahnsinn. So. Jeder Gramm zählt, ist ein Nahrungsmittel. So viel Zeit muss sein. Der Teig ist noch ein wenig pickert, das heißt ein bisschen Mehl drüber, auch unterhalb ist ein bisschen Mehl, das nicht anklebt. So, ein wenig durchkneten, in die Breite ziehen, einmal falten. Auseinander drehen. So. Wie groß man jetzt die Einteilung macht, das ist ziemlich egal. Das Rezept eigentlich ist für 12 Stück. Aber man kann sie größer machen, man kann sie kleiner machen oder frei wie man will. So. Halbieren, 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 halbieren. So einfach geht das. So. Rundwirken,
bisschen Mehl unterhalb, dass sie nicht ankleben, und aufs Backblech. Ja, falls sich jemand fragt, das Backblech ist schon benutzt, ist kein Problem. Wiederverwenden spart Ressourcen. So, Abstand muss groß genug sein, denn die verdoppeln sich in der Größe mindestens. Das werdet ihr dann später noch sehen. So. Auf jeden Fall lohnt sich das machen, es ist sehr einfach und keine Hexerei. Na? Vergrößern wir eins noch ein wenig. Das auch. Dann geht es mit einem Blech aus. Wie gesagt, bei der Größe kann man variabel sein. Zum Beispiel, meine Kinder mögen eher die kleineren. Und zum Frühstück ein so ein Laibchen ist weit genug für den Kampf. Für das Frühstück ausgiebig und natürlich, so, wir schneiden sie ein, da ist eine Sollbruchkante. So. Zwei Hände gezweigt, einfacher, gut. Ah. Ja, was man nicht verpassen darf, ordentlich zu wässern. Dass sie nicht austrocknen. Ich mache das so, andere stellen ein Gefäß hinein in den Ofen. Ist aber nicht so hoch notwendig.
So, da sind wir wieder. Gut. Die halbe Stunde ist vorbei. Und schauen wir mal rein. Oh, herrlich. Die sind fertig, auf jeden Fall. Gut. Temperatur aus. Beim Öffnen aufpassen. Wir haben Wasserdampf drin. Das heißt, da dampft es auch ganz schön heiß raus. Wenn man da drüber greift, verbrennt man sich direkt. Ja, hier sind die Goldstückchen. Gut. Ja. Schaut euch das an. Ist das nicht herrlich? So. Das Ganze lassen wir jetzt auskühlen. Aber bevor es auskühlt, werden sie noch mit Wasser eingepinselt. Das im heißen Zustand. Oh, man kann hören, wie es zischt. Man sieht hier unterschiedliche Größen. Die kleinen für die Kinder, die großen für mich. Und das reicht wieder für die nächsten Tage, auf jeden Fall. Weil sie sind auch recht ausgiebig. Ja, in diesem Sinne. Auch Brötchen zu machen ist kein Problem, wie man sehen kann. Und ja. Erstens weiß man, was man hat, wie man es gemacht hat und was drinnen ist. Und das sind Vorteile, die man ja, im Fertigbereich nicht sieht. Ja. Und wir nehmen mal eins. Heiß, 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 heiß. Nehmen wir das. Das ist schon besser ausgekühlt. Könnt ihr das hören? Das ist das Zeichen, dass es durch ist. Ja. Gut. Also lassen wir jetzt auskühlen. Dann kommt es in die Brotlade. Wichtig, Plastiksack kann man benutzen, ist aber nicht das Beste für Brötchen, denn dort können sie Schimmel ansetzen. Brot mag es eher luftig. Das heißt, entweder ein Papiersack oder direkt eine Brotlade, so wie wir sie bei unserem Tisch haben. Und dann funktioniert das recht gut und sie halten auch recht lange. Zur Not könnte man sie auch einfrieren. Und ja, so alt werden sie bei uns allerdings nicht, dass wir sie einfrieren müssen. Und deswegen kommen sie einfach nur in die Brotlade. Meine Tochter, die wartet schon sehnlichst auf ein aufgeschnittenes Brötchen mit frischer Butter. Noch im warmen Zustand. Ein Traum. Gut, das soll es auch schon gewesen sein. So. Damit sage ich Tschüss, danke fürs Zusehen. Bitte nicht vergessen, abonnieren und wenn ihr Fragen habt, stellt sie einfach. Und was ich auch mache, ich verlinke auch die Mengen unten in der Beschreibung, damit jeder sehen kann, was benötigt wird. Wie gesagt, ihr seht es ja schon am Anfang, nicht viel, dauert auch nicht ewig, also insgesamt dreiviertel Stunde. Ja. Und man hat ein Ergebnis, das wahnsinnig gut riecht. Riechen könnt ihr es natürlich nicht, schade. Geruchs-TV ist noch nicht erfunden. Ja. Aber ihr könnt es ja einfach nachkochen oder nachbacken, besser gesagt. Und in diesem Sinne sage ich dann Tschüss und Baba.